Ich erhielt heute Morgen einen Anruf von einem Angehörigen des Heeresmusikkorps Hannover. Vielen Dank, lieber Kai. Der bat mich darum, meine Beiträge zu seinem Musikkorps auf TikTok anders zu gestalten. Das würde ich ja gerne tun, aber... Ich nutze TikTok gar nicht. Dranbleiben. Ja, schöne Überraschung für mich heute. Irgendjemand hat in meinem Namen einen TikTok-Account erstellt und postet dort fleißig von mir erstellte und bei YouTube heruntergeladene Beiträge. Ich selbst aber habe für mich entschieden, TikTok gar nicht zu benutzen. Das hat verschiedene Gründe. Wenn ihr also Beiträge von mir auf TikTok seht, ich habe damit nichts zu tun. Ich veröffentliche hauptsächlich auf YouTube und ab und zu mal auf Instagram oder Facebook. Übrigens, wer urheberrechtlich geschützte Werke, und das sind meine Videos ja, ohne meine Einverständnis kopiert und weiterverbreitet, der macht sich strafbar. Eine solche Handlung kann in Deutschland mit Geldstrafe oder bis zu 3 Jahren Gefängnis geahndet werden. So, jetzt Frage an euch. Wie soll ich damit umgehen? Hat jemand von euch einen solchen Fall schon mal erlebt? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich selbst müsste, im ersten Schritt, um diese Videos auf TikTok sperren zu lassen, mich bei TikTok anmelden. Dazu habe ich aber keine Lust. Das würde ich, wenn es sein muss, dann meinen Anwalt machen lassen. Also dran denken, den originalen Bonsai, den gibt es nicht auf TikTok. Bis zum nächsten Video.